Mein Vortrag heißt ja Neustart der Energiewende. Und ich hoffe, wir haben eine Meinung darüber. Da muss vieles neu gestartet werden, weil wir haben ja unsere Ziele noch nicht erreicht. Und wenn man längere Zeit seine Ziele nicht erreicht, muss man einfach irgendwas anders machen. Und meine These ist an der Stelle, wir müssten vielleicht mehr digitalisieren, also Neustart der Digitalisierung. Das Schöne ist, das ist nicht meine Privatmeinung, das hat sogar die Ampelkoalition so artikuliert, nämlich im Koalitionsvertrag. Da steht nämlich zum Beispiel drin, ja, wir wollen letztendlich die Digitalisierung nutzen, die Potenziale, um überhaupt Nachhaltigkeit zu erreichen. Also hier wird schon eine Verbindung hergestellt. Dann sehen Sie, wir gewährleisten, also die Koalition gewährleistet etwas, dass nämlich schlichtweg erneuerbare Energien sinnvoll eingesetzt werden, also dass wir zum Beispiel nicht Windräder einfach abschalten, nur weil wir die Energie nirgendwo hinbringen. Schade drum. Der unterste Punkt hingegen, der ist vielleicht nicht ganz so klar im Sinne von, wir wollen den Rollout von Smart Metern, von intelligenten Messsystemen beschleunigen. Und jetzt wird es richtig spannend, natürlich immer unter der Wahrung von Datenschutz und so weiter, das machen wir ja grundsätzlich. Nun, lassen Sie uns mal drüber reden, was ist denn da so am Beschleunigen? Redet die Regierung nur oder tut sie was? Sie tut tatsächlich was. Wir haben beispielsweise derzeit ein Gesetzgebungsverfahren, echt mal auswendig lernen, es ist tierisch, das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende. Also wenn Sie das mal auswendig können, dann sind Sie angekommen. Da geht es schlichtweg darum, dass man den mittlerweile ins Stocken geratenen Smart Meter Rollout beschleunigt. Dann haben wir noch was anderes, das geht so ein bisschen im Schatten der Thematik, das ist Energiewirtschaftsgesetz § 14a, wer von Ihnen Lust hat, das mal nachzulesen. Immerhin fordert dort der Gesetzgeber, dass wir in der Niederspannung, also sozusagen an der Steckdose da unten, fernsteuern können sollen. Also beispielsweise Ihre Wallbox oder Ihre Wärmepumpe, also alles, was ab 2024 eine Leistung größer 3,7 Kilowatt hat und dann eingebaut wird, das muss zum Beispiel hier von der E-Netz Südhessen fernsteuerbar sein. Hatten wir vorher noch nicht. Also Sie merken, da tut sich scheinbar wirklich etwas. Tja, ist trotzdem mal die Frage, warum muss denn das Smart Meter Rollout beschleunigt werden? Na, lassen Sie uns kurz mal Smart Meter als solches betrachten. Sie kennen das alle. Hier links oben der schwarze Zähler, der hängt im Keller. Der dreht sich und dreht sich und dreht sich und einmal pro Jahr guckt sich irgendeiner den Zählerstand an. Und wenn wir dann im Jahr später feststellen, oh, sowas Dummes, wir haben ja plötzlich doppelt so viel Strom verbraucht, dann weiß kein Mensch mehr warum. Die Großindustrie macht das ja hingegen schon viel länger. Die sagen, lasst uns doch einfach alle Viertelstunde die Werte erfassen. Denn wenn wir dann ein Jahr später mal gucken können, wie war denn 2 Jahre vorher der Verbrauch, dann sehe ich sofort die Abweichung und dann kann ich Rückschlüsse ziehen. Das ist die Grundlage für echtes Energiemanagement. Und das soll übrigens auch ein Smart Meter können. Das hat die EU erkannt, und zwar schon 2009. Und deswegen hat sie alle Mitgliedsländer verpflichtet, bis 2020 80% aller Verbrauchsstellen mit Smart Mietern auszustatten. Wir haben das in Deutschland natürlich aufgegriffen, euphorisch diesen Gedanken, und haben gesagt, das machen wir. 2016 haben wir im Rahmen des Messstellenbetriebsgesetzes gesagt, sogar ja 80%, das reicht uns nicht, wir machen 95%. So im Kleingedruckten stand dann allerdings drin, naja, allerdings nur praktisch eigentlich für Verbraucher mit mehr als 6000 Kilowattstunden und EEG-Anlagen größer 7 Kilowatt Peak, also so ich sag mal kleines Einfamilienhaus beziehungsweise Photovoltaikanlagen, so 15 bis 20 Module auf dem Dach, ab da soll es denn losgehen. Alle anderen nicht so interessant. Der Rest mit modernen Messeinrichtungen hört sich modern an. Ich möchte Ihnen erklären, was das ist. Der weiße Kasten da, das ist eine moderne Messeinrichtung, die wird im Rahmen des Smart Meter Rollouts eingebaut. Die schwarze Kiste fliegt raus. Jetzt haben wir aber nichts gewonnen, weil diese weiße Kiste ist zwar elektronisch, aber eigentlich ist sie dumm. Denn viel speichern tut sie nicht und sie überträgt schon mal gar nicht die Daten irgendwo hin. Sie können also immer noch nicht hergehen und sagen, naja, wie war denn der Viertelstundenverbrauch am 13. Dezember zwischen 12 und 12.15 Uhr? Können sie nicht. Aber jetzt kommt sozusagen die Rettung in Form dieses kleinen weißen Kastens des Smart Meter Gateways. Das wird dann sozusagen mit dieser modernen Messeinrichtung verbunden. Und diese Einheit, das nennt man in Deutschland intelligentes Messsystem, das ist nichts anderes als die Übersetzung von Smart Meter, die kann das. Die kann nämlich tatsächlich 15-Minuten-Werte speichern und kann sie sogar fernübertragen. Sie ist sogar in der Lage, Echtzeitdaten jetzt in dieser Sekunde zu erfassen und zu übertragen. Und jetzt kommt der Clou.
die kann sogar fernsteuern. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich da von oben übers Internet ein Steuerkommando reingebe, dann kann die Ihnen mal lockerflossig die Wallbox hoch, runter regeln, ab- und anschalten. Also schon ein bisschen smart das ganze Thema. Und sie kann sogar neben elektrischen Strom, Gas, Wärme was machen. Also sie kann quasi bei mir im Keller eine Sektorenkopplung erzeugen. Wir deutschen Ingenieure haben natürlich gemeint, wir müssen das besonders sicher machen, dass der böse Hacker da nicht reingeht. Dann müssen wir besonders sichere Zertifizierungsverfahren machen. Super tolle Gedanken. Nur wir haben leider versäumt, bei den entsprechenden Behörden die nötigen Zertifizierungsressourcen bereitzustellen. Was dazu führte, dass die Zertifizierungsmaßnahmen viel zu lange dauerten und leider dabei vergessen wurde, einige Regelwerke überhaupt mit der Branche sauber abzustimmen, was wiederum dazu führte, dass es dann zu Gerichtsverfahren kam, die wiederum dazu geführt haben, dass der Smart Meter Rollout quasi ins Stocken geraten ist. Er steht im Moment. Was bringt uns denn jetzt eine Beschleunigung? Viel meines Erachtens. Denn erstens, wir kriegen sowas wie eine nationale Datengrundlage. Wenn Sie das mal durchrechnen, 6000 Kilowattstunden, 7 Kilowatt Peak, dann sind das so etwa, ich sage mal so 10% der Messstellen. Aber wenn ich allein in Deutschland, stellen Sie sich das bitte mal vor, jede 10. Messstelle mit Viertelstundenwerten tatsächlich erfassen könnte, wäre das schon mal eine super Datengrundlage. Das ist besser als jedes Stichprobenverfahren. Was kann ich mit dieser Datengrundlage machen? Jemand, der so einen Zähler hat, dem kann ich zum Beispiel einen dynamischen Stromtarif anbieten. Bis hin zu Viertelstunden scharfen Preisen. Mit Viertelstunden scharfen Preisen kann ich Sie als Verbraucher dazu motivieren zu sagen, naja, ein bisschen teuer im Moment, vielleicht nicht der Haushaltskunde, aber das Gewerbe, da wird es schon spannend. Sollte ich jetzt meine Großwaschmaschine in dieser Stunde anschalten oder vielleicht eine Stunde später? Umgekehrt, wenn ich zufälligerweise bei mir eine Wärmeerzeugung mit Kopplung einer Stromerzeugung habe, KWK Stichwort, kann ich sagen, genau in dieser Viertelstunde schalte ich das Ding an, weil Wärme kann ich am Ende des Tages speichern. Und Sie merken, plötzlich wird es interessant, weil ich beginne nämlich systemisch einzuwirken. Was kann ich damit denn noch tun? Sektorenübergreifende Kopplung, also wenn ich doch sowohl die Gas- als auch die Wärme- als auch die Wasser- als auch die Strommessung in dieser kleinen Kiste habe, dann kann ich doch zum Beispiel sagen, so, ich verbinde intelligent mein Wärmenetz mit meinem Stromnetz und mache da sozusagen ein netzweites Energiemanagement. Smart Grid, da denkt man immer nur an Stromnetze, ist eigentlich falsch. Smart wird das Ganze erst dadurch, dass ich Sektoren kopple. Und last but not least, Fernsteuerung. Es ist ja fantastisch, dass ich anhand meiner Energiewerte sagen kann, ach, wenn ich gestern das und das gemacht hätte, dann hätte ich so und so viel CO2-Carbon-Footprint sparen können. Wenn ich aber durch eine intelligente Datenauswertung jetzt in diesem Moment sagen kann, aha, wenn ich jetzt steuere, vermeide ich tatsächlich jetzt in diesem Augenblick CO2, dann wird ein Schuh draus. Also Sie merken, so ein Smart Meter, der kann schon erheblich viel. Und hier rechts, diese Skizze soll einfach mal typisch darstellen, wie in so einer Richtung eigentlich so eine Infrastruktur aussehen kann. Wir stellen uns jetzt bitte mal vor, wir hätten flächendeckend diese Smart Meter, dann müssen wir trotzdem noch weiter digitalisieren. Ein paar Beispiele dazu. Wir haben zum Beispiel hier in Darmstadt ein Unternehmen, das nennt sich E-Netz Südhessen. Das ist ein klassischer Verteilernetzbetreiber. Wir haben ja sogar einen Übertragungsnetzbetreiber-Kollegen hier heute mit an Bord. Diese Netzbetreiber, gerade hier die Lokalen, die müssen etwas ganz Interessantes machen, die müssen nämlich die Automatisierung ihrer Netze von ihrer bisherigen Mittelspannung bis in die Niederspannung hineinpacken. Eine Herkulesaufgabe, weil wir einfach viel mehr Entnahmestellen, viel mehr Aktorik und Sensorik in diesen Netzen dann letztendlich benötigen. Auf der anderen Seite, bleiben wir jetzt mal in Darmstadt, da gibt es ein Unternehmen, letztendlich die Mutter dieser E-Netz Südhessen, das nennt sich Entega, das kennen Sie alle. Die verkaufen Strom und Gas. So, die wissen schon lange, dass das nicht reicht. Denn wenn da ein Hausbesitzer ist, der sagt, liebe Entega, ich habe da übrigens ein Angebot von einem Wettbewerber von euch, die managen mir meine Wallbox, meine Photovoltaikanlage und hast du nicht gesehen und verkaufen mir nebenbei noch günstiger als ihr den Strom und das Gas, dann weißt du als Entega, was das Stündlein geschlagen hat. Du wirst dich also dahin entwickeln müssen, dass du auch wirklich die Assets bei deinem Kleinverbraucher fernsteuern, managen können musst. Eine vorher reine Vertriebsorganisation, das ist ein Quantensprung. Dann Abrechnung. Jetzt wird jeder sagen, ach, was ist denn da so schwer dran abzurechnen, so einen dynamischen Tarif mit Viertelstundenwerten. Meine Damen und Herren, wir haben es derzeit mit der Gas- und Strompreisbremse zu tun. Wissen Sie eigentlich, warum wir überhaupt diese Überbrückungsgelder bis jetzt einschließlich Februar, März bekommen haben?
Ganz einfach, weil die Abrechnungsunternehmen, wie zum Beispiel SAP und Vergleichbare, einfach gesagt haben, Leute, seid ihr des kolossalen Wahnsinns. Wir müssen tatsächlich die Aufgabe lösen, zu einem bestehenden Vertrag noch einen zweiten Debitor namens Staat neben dem eigentlichen Kunden hinzuzufügen. Hört sich easy an. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Machen. Sie ändern Datenmodelle. So, und jetzt reden wir einfach davon, wir gehen her, machen dynamische Tarife. Sie merken also, auch da ist noch einiges an Arbeit. Hier, Messwesen, also die Menschen, die bei uns irgendwelche Zähler ein- und ausbauen, also anspruchsvolle Aufgabe, auf die kommt was ganz anderes zu. Ein Quantensprung, die müssen nämlich steuern, weil dieses Smart Meter, der gehört zum Messwesen. Und der Netzbetreiber und hier unsere Entega, die sagen dem Messstellenbetreiber, und du führst die Messung aus, so steht es nämlich im Gesetz. Jemand, der nur Zähler gesetzt hat, soll jetzt plötzlich steuern. Viel Vergnügen dabei. Ja, und hier unten die verschiedenen, ich sag mal, letztendlich Geräte, ob das jetzt irgendwelche Sensoren und Aktoren in Anlagen sind oder IoT-Edge-Einheiten, da gibt es ja ganz, ganz tolle Sachen. Rund um dieses intelligente Messsystem, die müssen standardisiert miteinander kommunizieren. Übrigens, ich rede hier von nichts, was technisch nicht möglich wäre, um Himmels Willen. Ich rede nur davon, dass sich da Menschen auf irgendwas einigen müssen und alle müssen es gleich machen. Das übliche Thema, und das dauert ja meistens viel länger als die eigentliche Technik. Und dann auf der rechten Seite, natürlich muss das alles sicher sein, hackersicher und sonst irgendetwas. Wir brauchen entsprechende Views auf die verschiedenen Anwender, auf Monteure, auf Menschen, die ihre Daten angucken wollen und so weiter. Wir müssen in Cloud-Dimensionen denken und wir müssen es deployen. Was heißt das? Wir stellen uns bitte vor, wir hätten jetzt als Energieversorger meinetwegen 200.000 dieser Smart Meter und hinter denen sind dann noch, was weiß ich, jeweils 10, 20 einzelne Geräte, die irgendwie betreut werden müssen. Die müssen ab und zu ja auch mal abgedatet werden, Software-Update und dergleichen. Wehe dem, der das nicht ordentlich macht und muss dann an diese 200.000 Stellen einen Monteur schicken, um dann irgendwelche Fehler auszubügeln, nicht gut. Also Digitalisierung erfordert auch ein gewisses Herangehen an der Stelle. Und letztendlich der Begriff agiler Rollout. Ich habe Ihnen ja geschildert, warum am Ende des Tages das ganze Thema sich so verzögert hat, weil wir ewig lang geplant haben, es kompliziert gemacht haben, klassisches Wasserfallmodell. Wenn Sie heute IT entwickeln, gehen Sie agil vor, in kleinen, überschaubaren Schritten mit der Möglichkeit, immer mal wieder zurückzufallen, zu lernen, es besser zu machen, um es dann am Schluss aber auch wirklich zu einer gewissen Reife zu führen. Das ist hier das Thema. Zum Glück gibt es ja auch Hilfsmittel. Ein Hilfsmittel heißt Internet of Things. Internet of Things ist ja letztendlich nichts anderes als schlicht und ergreifend die Kommunikation von physikalischen Gegenständen mit Hilfe von Internetmitteln und Methoden. Das Internet of Things bietet mir ja bereits heute, ich kann es Ihnen übrigens sogar beweisen, ich meine, es hätte es in der Tasche dabei, ja, da ist es. Dieses Ding, man nennt es Smartphone, ist ein typisches Beispiel für Internet of Things, weil dieses Ding da, ja, das ist zum Beispiel in der Lage, mein Verhalten, mein Konsumverhalten, mein Kommunikationsverhalten automatisiert zu erfassen, irgendwo nach Amerika oder sonst was zu übertragen. Dann gibt es dort irgendeine künstliche Intelligenz, die genau weiß, was macht der Albersmann da gerade, was hat er gestern, was hat er vorgestern gemacht. Die eher die sensorische Seite, um mir dann vielleicht genau über die gleiche Kiste per E-Mail oder sonst was, eine Push-Nachricht zu sagen, Herr Albersmann, Sie haben in den letzten 2 Wochen ein Bild gekauft. Ich hätte noch ein schöneres Bild, das können Sie auch kaufen. Das ist Aktorik und das finden Sie allenthalben. Was will ich damit sagen? Das müssen wir nicht neu erfinden, das gibt es alles schon. Und diese Smart Meter, deren Job ist eigentlich nur letztendlich die Brücke zwischen diesem Internet of Things und unserem, ich sage ja bewusst, auch sicherheitsbedürftigen Energiemarkt herzustellen, indem es einfach nur eine sichere Kommunikationszentrale ist. Interessant in dem Zusammenhang, dieses Gesetz, das sogenannte Messstellenbetriebsgesetz, das heißt nicht aus Versehen so, Gesetz über den Messstellenbetrieb und die Datenkommunikation in intelligenten Netzen. Gibt es natürlich noch ein weiteres Hilfsmittel, die Forschung. Denn was können wir dazu beitragen? Ein paar Beispiele. Algorithmen. Stellen wir uns also vor, wir hätten diese flächendeckende Smart-Meter-Infrastruktur, dann haben wir doch viel, viel mehr Daten, um unsere Algorithmen auch kontinuierlich zu verbessern, anzupassen. Optimierung von Prognosen. Letztendlich geht es ja darum, dass wir einerseits Betriebsmittel haben, wenn wir gute Prognosen haben, können wir deren Verhalten viel besser vorhersagen, können vielleicht vorher mal jemand hinschicken, schau dir bitte dieses Gerät mal an, diese Maschine. Wir können aber auch Energieverbräuche, Energieeinspeisung, zum Beispiel Windeinspeisung, wesentlich besser vorhersagen. Das heißt, wir können viel vorausschauender unser Energiesystem steuern. Was wir aber auch tun können, wir können zum Beispiel
moderne Speichertechnologien viel besser hineinbringen in dieses ganze Gefüge. Wir sprechen von multimodalen Energiesystemen. Gerade im Bereich der Speichertechnologie, also der Energiespeichertechnologie, geht es unter anderem um Werkstoffe. Was ist denn die geeignete Legierung? Was ist der geeignete Werkstoff? Was ist der geeignete Katalysator? Das finde ich am Ende des Tages doch am allerbesten raus, wenn ich das mal in der Praxis einsetze und über längere Zeit mal gucke, wie verhält sich das, und mit vielen parallelen Geräten, wo ich einfach mal gucke, wie verhalten die sich in Summe. Ich kriege eine Datenbasis, da kann ich viele Diplomarbeiten, viele Studienarbeiten, viele Promotionen viel besser gestalten. Und umgekehrt, das heißt, wir haben ein Wechselverhältnis. Einerseits, wir haben eine Datenbasis, die sollten wir wirklich aktiv vorantreiben. Wir sollten sie aber auch in der Forschung nutzen, damit diese auch wiederum zu neuen Technologien führt. Last but not least, Steigerung der Akzeptanz. Letztlich, ja, wir machen Akzeptanzforschung, wir machen Gesellschaftsforschung. Ich meine, das, was wir jetzt in dieser Viertelstunde erklären, ich gehe mal davon aus, die meisten von uns verstehen ja, wovon wir hier reden. Das sind wir akademisch genug. Aber ist es der Bürger, ist es die Bürgerin draußen tatsächlich auch? Ist es die Masse? Ich behaupte mal nein. Da müssen wir etwas tun, da können wir auch was tun. Lassen Sie mich abschließend vielleicht noch auf diese zwei Begriffe da oben zurückkommen. Corporate Sustainable Reporting Directives, hört sich toll an, CSRD. Das ist immerhin von der Europäischen Union die Vorgabe, dass wir ab sofort unsere Jahresabschlussberichte oder besser gesagt ab 2024, 2025 mit entsprechenden Nachhaltigkeitskennzahlen würzen müssen, sonst gibt es kein Geld mehr. Es gibt also tatsächlich noch einen weiteren Treiber, warum wir überhaupt Daten haben wollen. Also ist Smart Metering vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Und European Critical Raw Materials Act. Es kann ja durchaus sein, dass wir irgendwelche tollen Werkstoffkombinationen gefunden haben, aber irgendjemand sagt, den darfst du nicht mehr verwenden. Dann gibt uns letztendlich diese Datengrundlage die Chance, ihn schneller zu ersetzen als bisher. Das war es gewesen, meine Damen und Herren. Ich danke erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Was ist, wenn ich das alles gar nicht möchte? Ich möchte meine Daten nicht zur Verfügung stellen. Was macht man denn mit diesen Menschen? Das ist ja ein berechtigtes Interesse. Also Sie sind verpflichtet, einen Smart Meter einbauen zu lassen. Da hat im Gegensatz zu Österreich Deutschland schlicht und ergreifend gesagt, das geht nicht anders. Also Ihre Verbrauchsdaten werden Sie den dafür Berechtigten bereitstellen müssen. Das sind aber die, die Sie ohnehin heute abrechnen. Aber was Sie in der Hand haben, ist, ob Sie diese Daten auch weiteren Dritten in die Hand geben. Das können Sie unterbinden. Sie sagten, wir brauchen eine einheitliche Zertifizierung. Und wie weit sind wir denn? Weil Sie sprachen auch von Beschleunigung. Wenn etwas gar nicht läuft, kann man das auch nicht beschleunigen. Da können wir uns mathematisch streiten. Haben Sie vollkommen recht. Also die Zertifizierung, mittlerweile sind schon mehrere dieser Gateway-Hersteller zertifiziert. Also das kommt mittlerweile in eine Einflugschneise. Ja, man kann natürlich immer noch mal irgendetwas besser machen. Aber Herr Habeck hat auch ganz klar gesagt, dass er die Methodik vereinfacht. Vor allem, was er nicht mehr zulassen wird. In der Vergangenheit mussten tatsächlich drei Gateway-Hersteller zertifiziert sein, bevor das überhaupt verwendet werden durfte. Und Sie können sich vorstellen, wie letztendlich, ich kann es ja auf den Punkt bringen, dass BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, einfach nicht genug Leute hat. Ich habe mal mit so einem Hersteller gesprochen, der sagte mir ganz einfach, Albers, man ist ganz einfach, wir sitzen denen auf dem Schoß, denn wenn die einen Fehler entdecken, ja, und wir gehen dann zurück und reparieren den, dann kommt der nächste Hersteller, dann haben wir erstmal 6 Monate nichts mehr zu tun.